Willkommen zu einer Doppelausgabe der Clarity Weekly Video News 2018, der Folge 7 bzw. 8. Da der Fabio heute leider spontan weg musste, moderiere ich heute die Weekly News und gebe euch einen Überblick über die letzten 2 Wochen. Wir waren für euch auf den Dirt Masters unterwegs und dann haben wir noch einige weitere Videos für euch produziert, also seid gespannt. Seit letzter Woche könnt ihr wieder im Bikepark Leogang Rad fahren. Und zwar ist das Europas größter Bikepark. Unter anderem ist da auch die bekannte Downhill World Cup Strecke. Und ihr habt dort 9 Trails und den Riders Playground im Tal. In Leogang könnt ihr nicht nur selber mit dem Rad Spaß haben, denn in 3 Wochen ist das Out of Bounds Festival. Da gibt es auf jeden Fall fette Action. Da ist der Downhill World Cup, der 26 Trick Slopestyle Contest und es gibt auf jeden Fall viele bekannte, coole Bands. Also schaut auf jeden Fall vom 7. bis 10. Juni in Leogang vorbei. Vor knapp 2 Wochen war der insgesamt 10. und damit 1. europäische Stopp der Red Bull Pumptrack World Championship in Neunkirchen in der Nähe von Wien. Das Event lockte knapp 100 Fahrer aus über 15 Ländern in das kleine, überschaubare Neunkirchen, unter anderem Hannes Slavik und Brage Westerwick. Hierbei konnte sich tatsächlich auch Hannes Slavik den Sieg erkämpfen und bei den Damen die Romana Libunková aus Tschechien. Die ersten 4 der beiden Kategorien, also Damen und Herren, konnten sich hierbei jeweils für das Finale in Lenzerheide qualifizieren. Auch ich war für euch am Start, habe eine Track-Preview gemacht und einen Bericht. Das könnt ihr alles auf unserer Webseite nochmal nachlesen bzw. schauen. Und bei mir hat es leider zwar für die 32er Finals gereicht, allerdings musste ich dann gleich gegen Brage Westerwick fahren, der am Schluss Zweiter würde. Zum bereits 4. Mal fand in St. Andreasberg im Harz die Trail Trophy statt. Da sind 300 Enduristen aus der ganzen Welt extra nach St. Andreasberg gefahren, um auf 6 Stages alles zu geben. Hier gewonnen hat der Tim Schneider vor Marcel Weil und schon nächstes Wochenende geht's im italienischen Large weiter. Zum ersten Mal seit über 6 Jahren ist die Enduro One wieder in Winterberg und es liegt auf jeden Fall nicht daran, dass Enduro damals nicht schon bekannt war, sondern das Problem war damals, die ganzen Trails waren noch nicht erschlossen. Das bedeutet, die Trails wurden jedes Mal für die Events komplett hergerichtet und mussten am Schluss wieder komplett renaturiert werden. Seit der Eröffnung des Trailpark Winterberg ist das alles viel einfacher, denn die Strecken sind dauerhaft geöffnet und komplett erschlossen. Ganz neu in den Enduro One Series ist jetzt auch die E-Bike-Klasse und da kann jeder mit dem E-Bike seiner Wahl mitfahren. Wie schon erwähnt, waren wir letzte Woche bei den Dirt Masters von Mittwoch bis Sonntag. Hatten wir da unter anderem auch einen Stand und waren bei einigen Events selber live dabei. Und das Wetter hat auf jeden Fall total mitgespielt, zumindest bis am Sonntagabend. Wir haben es zum Glück gerade noch geschafft, unseren Stand rechtzeitig einzupacken, denn kurz danach hat es richtig stark angefangen zu regnen. Angefangen hat das Wochenende mit dem IXS Rookies Downhill Cup und dann ging es weiter mit dem TSG Cash for Tricks auf der ehemaligen Bergline. Am 2. Tag, den Freitag, fand zuerst das Downhill-Training statt und anschließend das Fourcross-Rennen inklusive Qualifikation. Da bin ich auch für euch mitgefahren, bin bis ins kleine Finale der Open-Klasse gekommen und habe für euch eine Streckenpreview sowie einen Bericht produziert, also den könnt ihr gerne mal bei uns anschauen. Am Samstag war der Seeding Run vom IXS Downhill, der Enduro One Prolog bzw. das Training, wo auch der Fabio am Start war, und das Pumptrack-Rennen von B-Pumped. Bei dem außergewöhnlichen Pumptrack-Rennen bin ich auch mitgefahren, habe da für euch wieder eine Streckenpreview verfasst, zudem auch noch einen kleinen Bericht. Der Pumptrack war auf jeden Fall außergewöhnlich, da ihr erst mit einem Single Gate gestartet seid, dann über 2 lose Kurven mit Erdboden gefahren seid und dann über den modularen Pumptrack. Zudem fand noch gleichzeitig der Amateur Slopestyle Contest statt. Unser Highlight der Dirt Masters ist auf jeden Fall das Whip-Off. Das fand am Samstagabend wieder statt und da war die Stimmung total am Überkochen. Alle haben fette Whips gezeigt, krasse Tricks und leider mussten aber die Final Runs abgesagt werden, da die Stimmung unter den Zuschauern total überkochte und am Schluss sogar die Strecke gestürmt wurde. Am Sonntag waren eine Menge Events geplant, unter anderem die Final Runs vom Downhill, der Pro Slopestyle Contest und die Enduro One. Leider hat das Wetter hier einen Strich durch die Rechnung gemacht, da wie schon gesagt ab 15 Uhr es ziemliche Unwetter gab. Insgesamt hat uns das Dirt Masters Festival total gefallen und deshalb würden wir uns freuen, wenn wir auch nächstes Jahr wieder am Start sind. Zudem war der Bikepark auch so geöffnet, also für den freien Betrieb und da haben wir mehrere Streckenpreviews für euch vorbereitet, welche in den nächsten Tagen online gehen. Das war es jetzt erstmal von uns aus mit den Dirt Masters.
Weiter geht's mit den aktuellen News aus der Bike-Branche. Dirtlay, der wohl bekannteste Ausrüster, wenn es um schlechtes Wetter geht, hat seine neue Dirt-Suite unter dem Namen SFD vorgestellt. Da man in Deutschland ja leider nie so wirklich sicher sein kann, wie das Wetter den Tag über wird, hat sich Dirtlay hier was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar könnt ihr bei dem neuen Modell Ärmel und Beine ganz einfach auf dem Trail abnehmen. Den Link zu den genaueren Informationen zu der neuen Dirt Suite findet ihr wie gewohnt in unserer Videobeschreibung. Auch in der Saison 2018 geht das Propane Quality Kids Team zusammen mit Markus Klausmann als Teamchef wieder an den Start. Das Kids Team ist jetzt das dritte Team in der Zusammenarbeit zwischen Propane und Quality und richtet sich an Fahrer zwischen 8 und 14 Jahren. Alle von euch, die im Sommer schon mal im Bikepark waren, haben auf jeden Fall mal was von der Quality Card gehört. Das Angebot dieser weitet sich jedes Jahr mehr aus und ihr könnt für eine einmalige jährliche Gebühr hier alle Bikeparks so oft nutzen, wie ihr möchtet. Dieses Jahr ist zu den anderen Angeboten noch der Bikepark Innsbruck dazugekommen und der drei Länder Enduro Trail Park am Reschenpass. Die Gravity Card kostet für Erwachsene 455 Euro und für Jugendliche und Kinder ist die nochmal deutlich günstiger. Daher lohnt sich die Karte auf jeden Fall schon nach wenigen Bikeparkbesuchen. Weitere Infos findet ihr wie gewohnt in der Videobeschreibung. Pivot hat in den vergangenen Wochen schon mal auf sich aufmerksam gemacht, da sie ein neues Bike rausgebracht haben. Gestern haben sie nochmal was Neues rausgebracht, und zwar das Trail 429, welches das bekannte Mach 429 Trail ablöst. Das Trailbike behält die Vielseitigkeit seines Vorgängers, hat aber eine aufgefrischte Geometrie und ist in den Laufradgrößen 650B und 29 Zoll erhältlich, wie das bei den meisten Trailbikes heutzutage üblich ist. Zusätzlich ist das Trailbike in den verschiedensten Ausstattungsvarianten erhältlich, auch in zwei verschiedenen Farbtönen, also checkt auf jeden Fall mal die Videobeschreibung mit dem Link. Nach mittlerweile drei erfolgreichen Weltcups innerhalb von 3 Jahren ist in der Lenzerheide vom 5. bis 9. September die UCI Mountainbike Weltmeisterschaft. Doch nicht nur die Mountainbiker bereiten sich schon richtig auf das Rennen vor, auch die Zuschauer und Fans aus der Schweiz haben da ein richtig cooles Video für euch gemacht, also checkt das mal aus. Den Link findet ihr wie gewohnt in der Videobeschreibung. Wir hoffen, euch hat auch diese doppelte Ausgabe der Quality Weekly Video News gefallen und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Also macht's gut, bis dann, ciao.